sprechen. Bonsoir, mes amis. Nous sommes à Paris, sagt man hier wohl so. Wir sind da und wir sind auch völlig geschafft. Der Tag fing gut an heute Morgen. Ich dachte, besser kann es nicht werden. Sonnenbrille direkt aus dem Tobi gefallen. Zum Glück nichts passiert. Aber ich sage euch, der Tag hatte Potenzial. Wir sind dann erstmal in hier losgefahren, also in Belgien noch, wo wir übernachtet hatten. Und da hieß es erstmal tanken. Unsere Anlaufstelle war Q8 oder Q8, wie man dann im französischsprachigen Bereich sagt. Ja, und dann ging erstmal die Kreditkarte nicht. Naja, wir sind dann wutentbrannt weitergefahren und merken an der nächsten Tankstelle 5 Kilometer weiter, irgendwie fehlt der Tankdeckel. Und mit dem Tankdeckel der komplette Schlüssel. Naja, wir haben erstmal getankt, sind zurückgefahren und zum Glück war auch noch alles da an der anderen Tankstelle, wo es nicht geklappt hatte. Naja, und dann haben wir gesagt, okay, also weiter auch nach Paris. Die erste Mautstation haben wir auch 1A genommen. Ist wirklich ein Erlebnis, weil riesengroß, 1000 Stellen, wo man ranfahren kann, aber es hat alles funktioniert. Und unser Navi hatte auch schon gesagt, Paris können da und da lang fahren. Und ja, dann war es nicht mehr weit bis zum Campingplatz und wir befanden uns mitten in einer gesperrten Straße von einem schönen Paris-Marathon. Rechts und links Autos, in der Mitte auf dem Streifen Autos und wir kamen weder vor, zurück und waren nervlich am Ende, aber ich habe einen tollen Mann, der mich dann lotst und ich bin gefahren und er hat mich gelotst und wir haben auf kleinster Fläche gewendet, hat alles geklappt und unser Navi haben wir dann auch noch überredet und naja, was soll ich sagen, wir waren um 17 Uhr endlich auf dem Campingplatz für gefühlte 350 Kilometer, aber wir sind angekommen, wir sind da, wir sind ein bisschen kaputt und morgen früh geht's weiter, dann gucken wir uns die schöne Stadt an und dann hört ihr mehr von uns. Bis dahin, au revoir, bonne nuit.